Im Konzerthaus in Dortmund werden in der kommenden Spielzeit auch per Internetstream übertragen. Anschließend sind sie in einem Online-Archiv abrufbar. Heute wurde das neue Konzertprogramm vorgestellt. Avi Avital steht gleich viermal mit seiner Mandoline im Konzerthaus auf der Bühne. Er wird einer von vielen namhaften Künstlern in der Spielzeit 2017-18 sein. Intendant Benedikt Stamper stellte das Programm vor. Die Highlights sind vielfältige. Vor allem, was ich finde, ist, dass wir einerseits die großen Stars der Welt haben, aber auch gleichzeitig wieder die jungen Leute voranbringen. Jung heißt für mich zum Beispiel Sonja Jontschewa, eine Sopranistin, die eine Weltgala bei uns singen wird, die ein Weltstar werden wird, so wie heute eine Trepko ist. Der Vorverkauf für die neue Spielzeit hat für Abonnenten bereits begonnen. Seit heute wird in Dortmund für den 10-jährigen Ziva ein Stammzellenspender gesucht. Der kleine Junge aus Syrien hat Blutkrebs und braucht dringend einen Spender. Zur Typisierung aufgerufen hat der Musiker Thomas Simon, zusammen mit dem norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspenderregister. Eine Speichelprobe reicht dafür aus. Helfer haben auch unter Passanten und Geschäftsleuten für weitere Speichelproben geworben. Am 11. und 15. Mai wird es weitere Typisierungsaktionen für Ziva in Dortmund geben.